Und hier ist der nicht nächste Part. Hier ist nicht der nächste Part. Hier ist dieser Part. So, Gesundheitszentrum. Ist da wirklich das Hospital gemeint? Natürlich. Das Hospital ist auch gleichzeitig das Gesundheitszentrum. Wo steht das? Das hat uns vorher der Arzt erklärt. Aha. Ja, im Leichenschauhaus ist er. Die Nachricht vom Unfall meiner Mutter hat sich anscheinend schnell herumgesprochen. Ein paar Leute haben schon Blumen geschickt. Oh, oh. Okay. Vielleicht nicht gerade das Beste. So viele Grüße und gute Besserungswünsche. Ich glaube, sie ist sehr aktiv in der Gemeinde und vermutlich hat sie viele neue Bekannte hier. Alle möglichen Leute haben meiner Mutter Karten geschickt. Diese hier ist mit P.Puck unterschrieben. Moment mal, das ist ja der Briefträger. Ah. Der Postbote hat unterschrieben. Damit habe ich eine Vorlage. Ich könnte seine Unterschrift recht leicht fälschen, denke ich. Wir sind doch irgendwie fies, oder? Arschlöcher sind wir. Also schön. Ich habe die Vorlage und ich denke, die Unterschrift wird zumindest halbwegs passen. Okay. Na dann wissen wir ja schon, wo wir wieder hingehen. Wir brauchen übrigens noch das Fotopapier, um das der Kleine zu schicken. Der, na wie heißt der mal? Der Angela. Ja, aber wir müssen erst einmal das Fotopapier holen. Also gehe mal dahin und hole das Fotopapier. Bei dem Hafen? Was ist denn das hier? Das interessiert jetzt nicht. Ah, das ist das Haus unserer Mutter. Wahrscheinlich. Wir müssen das Fotopapier holen. Hallo. Hamburg, was ist das für ein Haus? Ah, wahrscheinlich das ist das Hotel. Na dann ab. So. Aber jetzt. Hallo Rosie, fleißig am Arbeiten? Was willst du? Ich wollte Fullers Paket mit dem Fotopapier abholen. Schein bitte. Hm, hast du den alten Puck aufgetrieben? Ja, ich habe ihn in der Stadt getroffen. Glück gehabt. Hier, Fullers Fotopapier. Man dankt. Perfekt. Mein Paket in DIN A4 Größe. Ziemlich schwer. Entweder ist es wirklich Fotopapier oder es sind Fullers Schmuddelzeitschriften für diese Woche. Ich packe das besser nicht hier aus, sondern in der Dunkelkammer. Na, dann ist es eh schon klar, wenn wir das nächste sehen müssen. Wir haben auf diesen Typen eine extreme Wut. Hoffentlich kann er sich halten. Und mit dem Hund müssen wir noch pissen gehen. Ja. Das gibt es doch nicht. Geschlossen. Der Kerl aus dem Krankenhaus ist bei Fuller. Und die beiden reden miteinander. Wer ist der Kerl? Und was hat er mit Fuller zu schaffen? Ich sollte die beiden belauschen. Also, Fuller kann ich mir danach immer noch vorknüpfen. Okay, hinten rein. Also hinten rum meine ich. Hinten rein. Na, hallo. Oder Stethoskop raus. Ah. Ich muss rausfinden, worüber die beiden sprechen. Ich kann hier jetzt nicht einfach weg. Stethoskop. Ah, wenn du so viele Dinge hast, das ist unglaublich. Da. Hoffentlich merken die das nicht, dass wir da dann belauschen. Ich bin nur gespannt. Weißt du, was mir gerade so auffällt? Wir haben gar keinen Untertitel. Hier kann ich nichts hören. Sie sind wohl zu weit weg. Okay, wir haben deswegen keine Untertitel.
Weil er nichts gehört hat. Na, kann man die nicht mehr einschalten? Ich kann nicht gucken. Ganz schnell. Zusätzliche Spielhilfe, Tipps anzeigen, Hotspots anzeigen, aktivieren, Dialogtext anzeigen. So, jetzt haben wir es hoffentlich. Wenn man das macht bei Half-Life, da kriegst du dann jeden Scheiß mit. Klopf, klopf, Hund rülpst. Will ich jetzt? Ja, wirklich. Quietsch, alles steht da. Nur das Poltern der Heizungsrohre. Ich kann hören, dass sie reden, aber kein Schimmer worüber. Ich verstehe kein Wort. Ich muss irgendwie näher ran oder besser noch rein. Durch den Lichtschacht könnte ich in den Keller kommen. Aber es wäre zu laut, das Gitter zu entfernen. Und außerdem komme ich nie lautlos die knarrende Kellertreppe hoch. Ich muss einen anderen Weg finden. Warum gehst du nicht einfach die Tür rein? Ich weiß nicht, ich habe gedacht, das ist einfach zu einfach. Verdammt, die Tür ist verriegelt. Da ist ein kleiner Haken, der die Tür geschlossen hält. Den muss ich irgendwie erreichen. Wie wär's mit dem Henker? Doch nicht. Metallrohr? Die Stange ist zu dick. Ich schaffe es nicht, die Eisenstange zwischen Tür und Rahmen zu fummeln. Außerdem möchte ich die Tür nicht beschädigen. Eine Karte. Nee. Nee. Ja, das Toastbrot. Eine Karte. Wo ist denn die Karte? Ja, aber das ist eine, da können wir nur die Stadt sehen, aber wir können die nicht... Nein, die nehmen wir und die eignet sich super dafür. Wenn du meinst. Shit. Die eignet sich wirklich super. Das habe ich schon probiert. Nochmal den Brief. Ups. Fische werde ich mit dieser Angel nicht fangen, aber vielleicht etwas anderes. Sag mal was anderes, wenn du unten rauf gehst aufs Inventar und du drehst den Mausrad. Ah. Vielleicht dann doch mit dem Toastbrot. Okay, na, es war nur ein Scherz an sich, aber ein Versuch mit der Sodaflasche, ja. Hey, das ist cool, das ist cool, das ist cool, was du da machst. So, kann ich das vielleicht mit irgendetwas verbinden? Die Schatulle gehört meiner Mutter. Sicher hängt sie sehr dran. Ich werde sie nicht kaputt kloppen. Sie lässt sich bestimmt auch anders öffnen. Wir haben irgendwo irgendetwas übersehen, wenn du mich fragst, aber ich sage nichts. Weil du auch immer so wenig schaust und so schnell spielst, ne? Ja, sicher. Ich spiele natürlich irrsinnig schnell. Ja, jetzt haben wir es wieder. Okay. Wir haben ein Problem. Pass auf, jetzt gehst du mal zum Eddie und sagst, Eddie, ich kann doch jetzt nicht in der Stadt herumlaufen. Ich muss einen Weg ins Haus finden, um die beiden zu belauschen. Und die beste Chance dafür habe ich hier. Okay, gibt's vielleicht noch irgendetwas in diesen Werkzeugdings, ein Stück Draht? Wieso mache ich es mir nicht einfach gröbi? Ah! Das Fenster befindet sich genau über der Tür. Vielleicht kann ich den Riegel irgendwie durchs Fenster öffnen. Ja.
Ja, ich mit der Angel. Das dürfte funktionieren. Ich muss nur sehr leise sein. Wenn der Henkel an die Tür schlägt, bekommen die beiden das sicherlich. Ja, vielleicht haltest die Schnauze, dann bist leise. Geschafft! Und sie haben nichts bemerkt. Die Tür ist wieder offen. Ich kann hineingehen. Ich hoffe nur, sie quietscht nicht. Ja, Angelina, das kann wohl sein. Den Nachnamen habe ich auch notiert. Für weitere 10 Mäuse fällt mir vielleicht sogar ein, wo ich den Zettel habe. Nicht nötig. Ich kenne Ihren Nachnamen. Und Ihr Assistent? Was ist mit dem? Was für ein Assistent? Sie meinen Darren! Das ist mein Laufbursche. Er arbeitet in den Semesterferien hier. Ein guter Laufbursche ist viel wert. Was wissen Sie über ihn? Wieso interessiert er Sie? Wollen Sie ihn mir abwerben? Kein Problem, für 100 Mäuse schreibe ich ihm sogar sofort die Kündigung. Ach was, sagen wir 50? Kein Interesse. Kennen Sie ihn genauer? Was sollen die fragen? Seine Mutter kam hier an und hat gefragt, ob er hier für ein paar Wochen jobben kann. Ist ein Waschlappen. Einer von den ewig Betroffenen. Oh, mir geht's so schlecht und die Welt ist so ungerecht und es hat doch alles keinen Sinn. Sie kennen ihn also nicht. Und ich hab auch keine... Das war knapp. Die Leute da genau an der richtigen Zeit. Die beiden gehen Richtung Ausgang. Und ich bin kein bisschen schlauer. Wen verfolgt der Typ denn nun? Mich? Oder Angelina? Und warum? Ich werde Angelina nach dem Mann fragen. Sie ist Britin und der Typ hat einen britischen Akzent. Man weiß ja nie, vielleicht kennt sie ihn. Aber erst einmal habe ich noch eine Rechnung mit Fuller offen. Ja, wir wissen alle, dass du extrem wütend bist. Nanu, wo ist die Qualle? Das ist ein Leuchttisch zum Betrachten von Dias und Negativen. Funktioniert. Jetzt bräuchte ich nur noch Dias oder Negative. Ja, haben wir nicht. Leertaste. Da ist nicht recht was. Okay, wir brauchen den Film. Geh mal in die Dunkelkammer. Da ist es dunkel in der Kammer. Schrank. Ein alter, ziemlich abgegriffener Schrank. Wasser und alle möglichen anderen Flüssigkeiten sind auf seiner Tür entlang gelaufen und haben ihre Spuren hinterlassen. Okay, nur zur Info, da steht eine Filmdose. Ich durchsuche alles, keine Sorge. Und was ist, wenn du einen Bohnensuppentopf findest? Durchsuchst du den auch? Ja. Cool. Ein ganz normaler Mülleimer. Ich merke ihn mir, falls ich mal was wegschmeißen will. Das ist super, bitte. Ein ganz normaler okay. Mülleimer. Ja, also hier gibt's auch nicht recht was. In diesen Behälter wird ein nicht entwickelter Film gelegt. Dazu wird dann Entwicklerflüssigkeit gegeben und nach kurzer Zeit ist der Film entwickelt. Shit. Eine Flasche mit destilliertem Wasser. Die nehme ich mal mit. Kann man immer brauchen. Destilliertes Wasser ist nicht so schlecht. Das ist ein Belichtungsapparat.
Man legt oben den entwickelten Film ein und unten auf dem Tisch ein Blatt Fotopapier. Das Foto wird auf das Blatt projiziert und das Papier damit belichtet. Genau, es ist nur eines, und zwar wegen der Sanduhr. Ich wollte ganz kurz verlautbaren, dass der Sand durch die Sanduhr gelaufen ist, also von oben nach unten. Okay, dann blaubare ich, dass hier der Part endet und dann gleich ein neuer beginnen wird. Okay, gute Idee.